Herzlich willkommen auf unserem Kanal Feel Free on Tour. Wir befinden uns auf der Rückreise von der Atlantikküste nach Deutschland. Auch auf der Rückfahrt fahren wir nur mautfreie Strecken und freuen uns, dass ihr heute dabei seid, wenn wir an der Dordogne einen Übernachtungsstopp einlegen. Oh, guck mal, wie schön. Vier. Ja. Sind da nicht ganz viele Schwäne? Ja, ganz viele Schwäne. Warte, auf meiner Seite. Ja, ich dachte eigentlich, der Platz, so wie der im Internet beschrieben ist, relativ groß und Schwimmbad und an der Dordogne gelegen, dass hier total voll ist und Ende Juni, kurz bevor die Hochsaison hier losgeht, alles ausgebucht ist. Aber wir stehen hier mehr oder weniger alleine in der Gegend da vorne. Da stehen noch ein oder zwei andere. Ansonsten ist hier noch komplett leer. Total idyllisch, außer der Rasenmäher vielleicht im Hintergrund. Total ruhig, total schöner Blick an der Dordogne. Das ist wieder so ein kleiner, wie ich sagen würde, so ein kleiner, schnuckliger Geheimtipp. Wenn man ein bisschen über das, ich sag mal, leicht vergammelte da vorne vom Empfangsgebäude und wie die Stromsäulen so schief sind und das Wasser so spritzend aus dem Wasserhahn rauskommt hier. Bei den Stromsäulen ist immer noch so ein Wasserhahn dabei. Also wenn man über so ein paar kleine französische Details hinweg sieht, super, super romantisch da hinten drin. Da können wir jetzt nicht so reinfahren mit unserem riesen Kasten. Aber wer so einen kleinen Kastenwagen hat oder irgend sowas, da ist doch total schön da hinten. Ja, und wie ist es? Schön, schön. Natalie. Herzlich willkommen auf dem Campingplatz La Borgne, glaube ich, spricht man ihn aus. Ja, zwischen all den Plätzen, die sehr naturbelassen sind, alles auf Rasen und oben die Bäume sehr niedrig für unseren großen Alkoven, gibt es auch zwei Zeltchen, was man mieten kann. Ein Zeltchen da hinten, mehrere Zeltchen. Ein Zeltchen da hinten und Zeltchen hier in der Ecke und relativ groß mit Grill und Außentischecke und innen richtig viel Platz und Elektrik. Und von da oben, wo man die Kinder jetzt da sieht, mit der Aussicht auf die Dordogne. Also, ist es schön? Grille und Tische. Genau, da kann man sich's gemütlich machen, oder? Ja, da steht sogar tatsächlich der Grill noch mit drauf. Ja. Und da hinten sieht man immer mal wieder, zwischendrin kann entweder Wohnwegen oder Wohnmobile stehen. Und ganz da hinten gibt es noch mal solche Zelte. Was ist denn das, Finja? Bambus! Und ganz schön dick, oder? Ja! Ah, Papas Traum! Da guck mal sogar noch mit Wurzel dran. Ui! Bambus. Bambuswald. Ja, nein. Ist das schön? Ja, das ist der schönste Platz. Mit Schwimmbad und Spielplatz. Der Maulwurf. Da wohnt ein Maulwurf. Oh, da wohnt ein Maulwurf. Wer ist aufs Toilettenhaus noch so gespannt wie ich? Ja, geh mal rein, mal gucken. Pferdestall! Nee, das ist nicht der Pferdestall. Das ist, Komm! Klo? Hier ist das.
Kann man das aufmachen? Das ist ein Waschbecken? Warte. Ja, das ist französischer Standard, Finja. Ist da drin dunkel? Da gehen wir nicht rein. Vorne ist bestimmt noch ein schönes Sanitärhaus. Warte, hier, da ist auch eine Spinne drin. Ja, halt mal hier auf, bitte. Zeig mal die Spinne. Mama, gehst du hier rein? Warte, Gesichtsausdruck nochmal. Gehst du da rein? Ja, ich gehe da rein. Wasser. Und was haben wir da hinten? Ah, und hier hinten? Drin. Geht da eine Tür auf? Ja, ich guck mal die. Hier, die neben dran. Da. Ja, ja. Nein, alles zu. Alles da muss ja irgendwo ein Klo sein, oder? Ja. Ah, das ist für was? Nicht rangehen, bitte. Das ist für Chemieklo, wo wir unsere Toilette vom Wohnmobil auskippen. Hier sind Duschen. Ein Schwimmbad, damit es dir passt. Kalt. Hier sind Waschbecken und noch eine Dusche. Und die Toilette. Eine, genau. So sieht's aus. Eine haben wir gefunden. So. Und dann Waschbad. Spielplatz! Ja, Mama, warum rennst du nicht los? Spielplatz! Was haben wir denn? Wir haben eine Rutsche, eine Wippe, einen Kreisel zum schwindlig werden und Kopfweh kriegen, zwei Schaukeln, ein Kletterseil, eine Tischtennisplatte. Und hier drüben, was ich im Internet gesehen habe, oh je, aber ich glaube, da gehe ich nicht rein. Die Wasserqualität möchte ich nicht testen. Ein Schwimmbad. Aber es ist ja auch noch nicht Hauptsaison. Das machen die alles noch. Da. Schraube. Da fehlt eine Schraube. Das da. Oh, ist weggeflogen. Nee, das ist auf der Kamera. Ja. Ja, jetzt haben wir mal erkundet den Camping de la Borgne, keine Ahnung. 2 Sterne. Gut, wahrscheinlich der Stern, weil es ein Schwimmbad gibt und weil er an der Dordogne gelegen ist. Ist ein riesen Platz, wie man ja gesehen hat. Es gibt einen Spielplatz. Gut, du brauchst nicht so zu grinsen. Den Kindern macht Spaß, dort zu schaukeln, und das ist doch das Wichtigste. Es gibt, wie erwähnt, ein Schwimmbad. Gut, der wird bestimmt noch gereinigt, bis hier die Saison anfängt. Aber es gibt ein Schwimmbad. Wir haben jetzt ohne Strom 25 Euro gezahlt. Irgendwo habe ich gesehen, dass es auch Internet, was wir ja nicht brauchen, Gott sei Dank mit unserem mobilen Internet, Internet-Wifi gibt.
Also bei mir am Handy erscheint kein Empfang, aber ich habe auch nicht nachgefragt der Rezeption. Gut, Caro, gibt's noch was zu sagen? Camping de la Borne? Lage toll! Die Dusche hat nichts gekostet, hat einen super Strahl, war total heiß einzustellen. Also, das war schon mal ein Genuss. Und ansonsten regnet es leider. Wir frühstücken jetzt noch und dann machen wir uns weiter auf die nächste Fahrtstrecke. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Video auf unserem Kanal. Frühstück und Tour. Tschüss. Tschüss.